Punkt 10. Am 30. Mai 2016, hier meldet sich Berlin. Jens Schanowski von Admiral Markets, ich grüße Sie. Montag bis Freitag, Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Hier tradet Deutschland, Forex und CFDs täglich, die Trading-Idee des Tages. Heute mit unserem Daytrader Thomas Struppek, der in 2 Minuten übernehmen wird. Noch darf ich hier sprechen. Schönen guten Morgen. Ich darf Ihnen die Proforma-Dinge erzählen, wie zum Beispiel Titel vom Webinar hiermit gemacht. Und wir legen direkt los mit der zweiten Folie. Wie immer bei Admiral Markets auch zu Beginn. Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten, egal ob Sie Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten, ist es immer identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, machen Sie sich mit den Risiken vertraut, starten Sie mit einem Demokonto und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto loslegen. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns nie. Wir machen immer nur einen allgemeinen Marktausblick, geben allgemeine Informationen. Wir können Ihre persönliche Situation dabei nie berücksichtigen, also bitte nichts bei uns als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Fühlen Sie auch bitte hier insbesondere bei Punkt 10 nicht zum Nachtraden eingeladen. Darum soll es nicht gehen. Es geht eher darum, von einem erfahrenen Daytrader zu lernen, ihm über die Schulter zu schauen, schauen, wie er auf die Trading-Idee des Tages kommt, wie managt er den Trade und so weiter und so fort. 5 Tage, 5 Trader, jeder hat seinen eigenen Stil. Heute ist Berlin dran, morgen Würzburg, übermorgen München, dann am Donnerstag Stuttgart und am Freitag Frankfurt. Diese Woche ein bisschen anders, weil der Dirk noch eine Woche im Urlaub ist, deswegen gibt es auch eine Urlaubsvertretung, aber das normale Schema habe ich eben vorgelesen. Jeder hat seinen persönlichen Stil. Wenn Sie es zeitlich hinbekommen, gerne auch mal die anderen Webinare anschauen. Wir stehen parat, jeden Tag Börsentag um Punkt 10, hier tradet Deutschland. Wir haben über 10 Live-Webinare die Woche. Wir sagen, Reden ist Gold, wir haben etwas zu sagen. Wenn Sie uns da mal mit den Wettbewerbern vergleichen, viele haben eher weniger zu sagen. Ein großer Pluspunkt hoffentlich, der für Admiral Markets spricht. Überzeugen Sie sich auch gerne von unseren anderen Vorteilen. Wir haben viele Vorteile, zum Beispiel unser Bestseller DAX 30 CFD. Keine Kommission, keine Mindestabstände, keine Requotes und natürlich der Spread von 8 bis 22 Uhr verlässlich immer einen Punkt. Viele andere Wettbewerber sagen ja gerne mal ab einem Punkt. Was alles bedeuten kann, 2, 3 Punkte sind auch ab einem Punkt. Bei uns können Sie wirklich immer von einem Punkt fix typisch ausgehen. Überzeugen Sie sich selbst. Über admiralmarkets.de können Sie alles Weitere anschauen, wenn Sie denn möchten. Wenn Sie mit uns darüber sprechen möchten, per Telefon, per E-Mail stehen wir gerne parat. Montag bis Freitag ist der Berliner Kundenservice von 9 bis 18 Uhr in der Regel erreichbar. Und wenn Sie dieses Webinar nochmal anhören möchten oder Ihren Freunden, Bekannten empfehlen möchten, YouTube-Kanal ist eingeblendet. Wenige Stunden später fast alle Webinare als Aufzeichnung dort zu finden. So, das war es jetzt wirklich von mir und damit sage ich schönen guten Morgen, lieber Thomas. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm, deine Trading-Idee des Tages, dein Blick auf den Markt. Leg los. Ja, schönen guten Morgen. Thomas Struppek hier, ebenfalls aus Berlin. Ja, es gibt viel zu erzählen oder viel zu, zu tun, müssen wir mal gucken, aber zumindest erstmal einiges zu berichten zum Start dieser Woche. Ich hoffe, Sie sehen inzwischen meinen Bildschirm und ich bin auch zu hören. Dann passt das soweit. Also, vielleicht mal ganz kurz nochmal auf die Trades, die noch offen waren aus der letzten Woche bzw. aus den letzten Wochen. Wer mich da beobachtet hat, der weiß, dass ich hier im Euro-Dollar long war, nachdem wir hier ausgebrochen sind über diese, Widerstandszone bei 1,15 und gesagt habe, das ist eine Position, die möchte ich gerne auch aufbauen in der Korrektur, weil das kann durchaus sein, dass der Markt noch mal ein bisschen runterkommt und ich würde die Position aber dann auflösen, wenn es halt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn der Euro unter die kurzfristige aufwärts steigende oder aufsteigende Trendlinie fällt. Was haben wir gemacht? Ich habe die Position hier in den letzten Wochen aufgebaut, immer mit kleinen Positionen, also das ist dann auch was, wenn ich solche Trades mache, da gehe ich dann nicht mit einem riesen Hebel rein, sondern im Endeffekt hatte ich nachher, ich glaube, 15.000 Euro-Dollar in der Long-Position drin, also als noch nicht mal ein komplettes Lot sozusagen, ein komplettes Lot wären ja 100.000 Dollar, von dem her eine kleine überschaubare Position und ja, es ist leider nicht aufgegangen, wir sind jetzt letzte Woche hier unter diesen Abwärtstrend, diesen Aufwärtstrend gefallen, ich mache nochmal hier den Chart ohne Linien, da sehen Sie es, das ist immer hier nochmal runtergefallen und dann habe ich mich am Freitag entschlossen, hier rauszugehen. Heute steigt der Euro mal wieder, vielleicht war es auch der falsche Zeitpunkt rauszugehen, aber ich habe in dem Fall gesagt, okay,
irgendwas ja, haut da nicht hin, läuft der Trade nicht. Wenn man jetzt hier die Linie ein bisschen anders ansetzt, dann sehen wir auch, dass da das vielleicht der Aufwärtstrend noch in Ordnung ist. Mir war da aber zu viel Druck drin und das war einfach zu wenig, also auch die Gegenbewegungen, die mal kamen, waren einfach zu wenig ausgeprägt, als dass die mich ermutigt hätten, da weiter in der Position drin zu bleiben. Hier hat sich auch ein bisschen was geändert, und zwar haben wir ja in der nächsten Woche wieder die FED-Sitzung, also die Sitzung der US-Notenbank, wo es darum geht, ob die Zinsen weiter erhöht werden in den USA oder nicht. Und inzwischen rechnen doch sehr, sehr viele Marktteilnehmer damit, dass die Zinsen in den USA tendenziell weiter steigen. Ob es jetzt schon im Juni passiert oder vielleicht erst in der nächsten, im Juli, die Zinszüge gestraft werden sozusagen, müssen wir mal abwarten. Aber zumindest richten sich viele auf Pro-Zinserhöhungen in den USA ein, was natürlich dafür hilft oder hilfreich ist, dass der Dollar an Stärke gewinnt, dass der Euro schwächer wird. Und das haben wir halt einfach gesehen hier in den letzten Wochen, und hier scheint es im Moment zumindest auch kein Rebound zu geben. Von dem her, wenn wir dann nochmal aufs große Bild gucken, ist diese große Handelsrange auch mit dem Bruch dieser Aufwärtstrendlinie inzwischen wieder intakt. Im großen Bild könnte der Euro also weiter runterlaufen, Richtung 1,07, 1,08, vielleicht sogar 1,05, die untere Range wieder antesten. Von dem her, ich bin erstmal hier raus, habe den Verlust eingesteckt und ja, guck einfach auf weitere Chancen, beziehungsweise werde den Markt einfach weiter im Auge behalten. Dann haben wir noch einen Trade offen im Öl-Future oder im Öl-CFD, WTI, auch ein Trade, der aufgebaut wurde mit verschiedenen Positionen. Wir haben hier diese sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, ich bin jetzt mal im Wochenchart drin, sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung ohne nennenswerte Rücksetzer und kommen jetzt hier in die Widerstandszone im Bereich von 50 Dollar ungefähr rein. Ja, hier, wie gesagt, ist die Position aufgebaut. Ich habe auch hier nur eine relativ kleine Position, im Moment sind es ein halbes Lot, also 0,5 Kontrakte sozusagen, oder umgerechnet 50 Barrel Öl, also keine riesengroße Position. Ja, schauen wir mal, ob es der Ölpreis jetzt schafft, hier über die 50 Dollar zu gehen, oder ob er das macht, was ich mir vorstelle, nämlich das erstmal als Widerstand sozusagen zu fixen und sich erstmal wieder abwärts zu orientieren. Dann sollte der Ölpreis zumindest nochmal die untere Linie des Aufwärtstrends, also dieses Trends hier, den wir seit Anfang März, Anfang Februar sehen, nochmal anlaufen, also Richtung 46, 45 Dollar nochmal laufen. Genau, der Trade läuft noch, der Trade von der letzten Woche läuft ebenfalls noch, das war ein Silbertrade. Da hatte ich gesagt, hier im Bereich der ersten Unterstützungslinie gehe ich Silber Long mit einem Stop-Loss auch unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie, die wir seit Anfang des Jahres sehen. Ja, der Risikoappetit ist an den Aktienmärkten zurückgekehrt, von daher fallen jetzt Assets wie Gold und Silber beispielsweise oder auch Anleihenkurse gehen erstmal wieder runter, weil die Anleger erstmal wieder in Aktien gehen. Das heißt, auch hier ist der Silberpreis erstmal weiter unter Druck gekommen. Wir sitzen jetzt in dem Bereich auf der nächsten Unterstützungs- oder möglichen Unterstützungslinie, einfach aus den Hochpunkten, die wir hier Anfang des Jahres markiert haben. Ja, gute Chance also, dass der Silberpreis hier in dem Bereich dreht. Dreht er nicht und rutscht weiter runter, werde ich halt hier unten ausgestoppt. Das, wie gesagt, nochmal als Resümee zu den Trades der letzten Woche. Jetzt für die Handelsidee von heute habe ich mir gestern Abend oder eigentlich schon am Freitag Gedanken gemacht und hatte mir da den DAX ausgesucht. Und ich gehe mal hier ganz kurz, ich gehe erstmal in den Tageschart mit rein. Da sehen wir ja im DAX, dass die letzte Woche ja, sehr bullisch war. Wir quasi ohne eine Korrekturbewegung heftig von dieser Unterstützung im Bereich von 9.800 Punkten nach oben gelaufen sind, Richtung 9.300, und am Freitag den Schlusskurs auch bei 9.300 Punkten hatten. Der DAX-Future wurde genau, glaube ich, bei 10.300 abgerechnet. Und auch die Indikationen am Wochenende liefen schon für einen weiterhin steigenden DAX. Und ich hatte mir jetzt am Wochenende überlegt, okay, wenn der DAX am Montag mit einem Aufwärtsgap in den Handel geht, so vielleicht in dem Bereich von 10.350, sowas in der Ecke, dann würde ich den gerne shorten. Erstmal mit Zielrichtung Gap Close, also die 10.3 zu kriegen. Das war so meine Handelsidee. Jetzt kam ich heute früh an den Rechner und habe mir den Markt angeguckt, und jetzt gehen wir nochmal 5-Minuten-Chart, also wir haben jetzt hier, ich zeige das nochmal mit ein, dass man es gut sehen kann, hier den Schlusskurs von Freitag gehabt, exakt bei 10.300, und wie gesagt, heute Morgen hatte ich gesagt, wenn wir Richtung 10.350 laufen, dann würde ich den gerne shorten. Jetzt ist mir eins aufgefallen, ich weiß nicht, seit wann das ist, Jens, das kannst du vielleicht sagen, Admiral Markets preist den DAX CFD schon ab 1 Uhr nachts, läuft der hier schon, da bin ich natürlich nicht aufgestanden, und so ungefähr gegen 5 Uhr
also 5.30 Uhr oder sowas, hatten wir hier auch den Bereich von 10.349 erreicht. Genau, 6 Uhr war es genau. Ja, kannst du also kurz was sagen dazu? Ostern, ja. Seit Ostern 2016, eine Zeit ist es schon, so knapp 7, 8, 9 Wochen oder wie lange Ostern her, also ich weiß es schon gar nicht mehr, haben wir den DAX auch wieder rund um die Uhr, außer am Wochenende. Das heißt, wir bekommen auch in der Nacht eine Indikation. Die Indikation läuft von unseren Liquiditätsprovidern. Da wird natürlich geschaut, was ist in Japan, was ist in Australien los oder da, wo halt gerade Tag ist. Sie können reagieren, müssen aber nicht. Meistens aber ist es schon mal ganz nett, dass man reagieren kann, wenn in Japan oder Australien was ist, während andere nur schlafen können oder bis 8 Uhr warten müssen. Also auf Kundenwunsch haben wir es zu Ostern 2016 geändert, dass sie auch nachts traden können. Bis volle Bild, der Spread ist nachts in der Indikation höher, da können sie von 8 Punkten Spread ausgehen und von 8 bis 22 Uhr können sie immer von dem 1 Punkt Spread typisch ausgehen. Das ist das ganze Bild. Okay, prima, dann weiß ich das jetzt auch. Also wie gesagt, ich habe mir das nachts noch nicht angeguckt. Mir ist es nur heute früh aufgefallen, weil ich halt wie gesagt gesagt habe, okay, wenn wir hier so einen Aufwärtsgap ziehen Richtung 10.350, dann würde ich den dann shorten. Und als ich dann an den Rechner kam, so gegen kurz vor 8 war es ungefähr, oder halb 8, habe ich gesehen, okay, Admiral preist hier schon den DAX, habe dann in dem Moment auch nichts gemacht. Wir hatten zwar auch hier so ein leichtes Aufwärtsgap, wenn man das jetzt mal ganz genau nimmt, vom Freitagsschluss bis zur ersten Indikation von Admiral Markets, aber wie gesagt, hier diesen großen Run, den hatte ich halt verpasst, von dem her bin ich ja noch nicht hinterhergesprungen. Was wir aber gesehen haben, relativ schön auch zur Eröffnung, ist, dass der DAX dann auch tatsächlich dieses Gap nochmal rausgenommen hat. Also wir sind hier auf die oder unter die Schlusskurse von Freitag nochmal runtergefallen, 10,280 in etwa. Also das wäre die Trading-Idee gewesen, die ich hätte gerne gehandelt. Habe sie nicht gehandelt, weil, wie gesagt, der Markt hier vorher schon gelaufen ist. Trotzdem gibt es natürlich auch einen Trade für diese Woche. Und da gehen wir jetzt ganz kurz drauf ein. Dazu habe ich mir ausgesucht den S&P 500, der nämlich ebenfalls schon wieder im Bereich seiner, warte mal, da haben wir noch ein anderes Chart, da haben wir es schon, genau, im Bereich seiner Widerstände notiert. Das heißt, aktuell, ich zoome hier mal ein bisschen weiter raus, dass man es besser sehen kann, aktuell notiert der S&P bei 2103 in etwa auf dem Niveau der Höchstkurse, die wir hier gesehen haben, Mitte April bzw. auch Ende des Jahres. Und wir kommen jetzt hier in eine Zone rein, die ja ich als massive Widerstandszone definieren würde. Hier die Allzeithochs, die wir hier hatten. Ist im Prinzip, sind noch ungefähr 100 Punkte, die der S&P da auch mit laufen kann, um ins Allzeithoch hochzugehen. Aber wie gesagt, wir kommen hier einfach in eine Zone rein, die einfach aus technischer Sicht eine starke Widerstandszone darstellt. Und nach dem heftigen Anstieg der Vorwoche sehe ich hier durchaus Konsolidierungsbedarf, beziehungsweise rechne auch damit, dass der S&P hier wieder nach unten fällt. Ich habe hier schon mal eine kleine Position aufgemacht. Kleine Position heißt in dem Fall 3 Lots, ist also auch noch nicht groß, 3 mal 2100, also 6000 Dollar ungefähr, ist die Position groß, die liegt im Moment unverändert, aber wie gesagt, Idee ist halt hier in der Nähe dieser Widerstände zu shorten. Ich würde auch hier nochmal nachlegen, wenn wir hier in die Mitte der Range reinlaufen sollten, und Ziel ist es hier entsprechend nach unten zu gehen, Richtung 2077, 2060, möglicherweise sogar bis an die untere, ans untere Ende dieser Range, ich zeichne das nochmal mit ein, muss man mal abwarten. Aber was hier auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, wie gesagt, es ist, steht die Zinserhöhung in den USA an, aber diese Zinswende scheint zumindest kurzfristig so ein bisschen ihren Schrecken unter den Anlegern und Investoren verloren zu haben. Das heißt, während man vor ein paar Monaten noch gesagt hat, oh Gott, die Zinsen steigen in den USA, da gehen wir lieber raus aus dem Risiko, verkaufen lieber Aktien, ist jetzt der Grundtenor, die Grundmeinung, na gut, die Zinsen steigen in den USA, das ist aber ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft besser läuft und ja, im Prinzip die Wirtschaft sich erholt in den USA, von dem her rechtfertigt auch die Wirtschaftserholung dann auch einen Zinsanstieg. Das ist also verkraftbar und der Markt sieht da momentan eher die positiven Schwünge dieser Zinserhöhung und nicht die negativen, dass nämlich Kredite teurer werden, dass vielleicht auch Aktienkaufkredite teurer werden etc. pp. Und dass einfach per se die Zinsen ansteigen. Also warten wir es mal ab, was da passiert. Mitte nächster Woche haben wir den Zinsentscheid in den USA. Diese Woche am Donnerstag haben wir die EZB-Sitzung, also die Notenbank-Sitzung der Europäischen Zentralbank. Gucken wir mal, ob die sich auch nochmal irgendwas einfallen lassen. Heute, vielleicht wichtig zu wissen, heute ist Memorial Day in den USA. Das heißt, die US-Börsen sind geschlossen, auch die britischen Börsen, also London ist beispielsweise ebenfalls zu. Von daher für die Tagestendenz für den DAX sind die deutschen Anleger mehr oder weniger unter sich. Die Angelsachsen fehlen und die Amerikaner fehlen.
Von dem her, nachdem wir jetzt hier so eine, ja, mal kurz über die oder Richtung 10.350 geguckt haben, im Prinzip uns ein bisschen oberhalb der Schlussniveaus vom Freitag halten. Schauen wir mal, ob das heute, ich denke, wird eher ein Seitwärtsmarkt werden, vielleicht auch mit ein bisschen Konsolidierungsbedarf, aber viel wird nicht passieren, weil, wie gesagt, die großen Anleger fehlen, die großen Adressen fehlen aus den USA und aus England. Von dem her rechne ich damit, dass eigentlich heute im DAX auch nicht mehr so sehr viel passieren wird, weder nach oben noch nach unten. Wenn, dann potenziell eher nach oben, weil ich glaube, dass hier relativ viele Leute weiterhin short sind, die dann erstmal rausgesqueezed werden müssen, bevor der Markt wieder dreht. Und ich kann mir vorstellen, dass der DAX per se die Richtung 10.5 läuft in dieser Woche, also diese alten Hochs aus Mitte April nochmal anläuft. Und da sind wir dann wieder in dem Bereich der Gap. Das Gap vom Jahresanfang, und das ist auf jeden Fall eine entscheidende Zone, denn hier rechne ich erstmal mit Widerstand in dem Bereich, und wenn aber der DAX es schafft, hier durchzugehen, dann hätten wir ganz klar auch ein positives Signal Richtung Jahresanfang, dann würden quasi die Kursverluste, die wir hier gesehen haben, sind dann komplett erstmal wieder zunichte gemacht. Und wenn wir jetzt auf dem Niveau wirklich Leute finden, die hier frisches Geld investieren, also die auch wirklich da mittelfristig, längerfristig Positionen aufbauen, auch nach diesem starken Anstieg, dann spricht es nichts dagegen, dass der DAX ja deutlich stärker wird. Aber das müssen wir abwarten. Bisher sind erstmal einiges an Widerständen vor der Brust sozusagen. Unsere Webinare sind ja interaktiv. Wenn Sie also bei uns live dabei sind und nicht die YouTube-Videoaufzeichnung anschauen, bitte gerne aktiv im Webinar beteiligen, Ihre Wunschmärkte, Ihre konkreten Fragen, und wenn es vor allem ein Thema ist, lesen wir es laut vor und kriegen live im Webinar die Antwort. Also live im Webinar können Sie immer mit Ihrer Tastatur Ihr Anliegen schreiben. Was auch einer gemacht hat, ein kurzer Blick auf Gold wird noch gewünscht. Gold heute weiter abwärts. Wohin geht die Reise? Fragezeichen, fragt ein Teilnehmer. Jo, schauen wir uns mal den Goldpreis an. Auch hier mal der Chart erstmal im Wochenverlauf. Also wir hatten im Goldpreis, ich gebe das Mini-Terminal mal ein bisschen weiter runter, wir hatten ja diesen Abwärtstrend, den mittelfristigen Abwärtstrend, den wir im Gold gesehen haben, zum Jahreswechsel oder Anfang des Jahres deutlich nach oben durchbrochen, als auch die Aktien dann schwächer wurden. Also das heißt, immer so ein bisschen, Goldpreis ist immer so ein bisschen der Kontraindikator oder so ein Risikomaß, sage ich mal, geht das Risiko aus dem Aktienmarkt raus, suchen die Investoren eher einen sicheren Hafen, dann ist halt Gold beispielsweise eine Anlaufstelle, nachdem die Anleihen inzwischen ja eigentlich so teuer sind, dass man da fast nicht mehr irgendwie investieren kann. Also das hat man zum Anfang des Jahres gesehen, einen steilen Anstieg des Goldpreises auch über diesen Abwärtstrend hinaus und dann jetzt eben diese Seitwärtskonsolidierungsphase mit, ja, mit Hochs im Bereich von 1.300 Dollar pro Unze. Und jetzt die heftigen Rücksätze, nachdem der Aktienmarkt sich kräftig erholt. Wir haben hier im Prinzip, wenn man sich das kurzfristige Bild anguckt, haben wir hier noch so eine kleine Range. Der Goldpreis im Moment im Bereich ja, einer relativ interessanten oder wichtigen möglichen Unterstützung im Bereich von 1200 Dollar pro Unze. Könnte also eine Gegenreaktion erstmal nach oben dastehen. Wenn die 1200 Dollar Marke nicht hält, ist der nächste Unterstützungspunkt im Prinzip ein Rücksetzer auf die abwärtsgerichtete Trendlinie. Fällt der Goldpreis auch da darunter, dann ist der Abwärtstrend weiter intakt, dann wäre dieser Ausbruch nach oben nur ein temporärer Fehlausbruch gewesen, ähnlich wie es bei den Aktienmärkten ist, nur auf der anderen Seite. Da muss man auch davon ausgehen, dass der Goldpreis hier nochmal deutlich tiefer geht. Inzwischen gibt es ja auch schon wieder welche, die sagen, okay, 1000 Dollar pro Feinunze werden weiterhin erreicht. Für mich ist es im Moment noch kein Trading, also man kann hier, wenn man kurzfristig agiert, kann man leicht Positionen hier aufbauen im Bereich von 1200 Dollar mit dem Ziel, hier so einen Aufwärtstrend zu etablieren, aber im Endeffekt haben wir diesen starken Anstieg, den wir hier gesehen haben seit Anfang des Jahres, der wird erstmal korrigiert, das heißt, der Markt muss sich jetzt erstmal hier, ja, suchen, ist es wirklich ein Trend, also das heißt, ziehen wir hier wieder an, machen wir ein höheres Tief und laufen wieder nach oben, oder war das eben ein Fehlausbruch, ähnlich wie bei Silber, derzeit schwieriger einzuschätzen. Ja, kurz, knackig, prägnant. Wir sind für heute fertig. Das nächste Webinar, wenn Sie möchten, heute Abend um 19 Uhr, die offene Trader-Sprechstunde. Alle Ihre Fragen zum MetaTrader, zum Broker, zu Spreads, konstruktive Kritik, was auch immer. Offene Sprechstunde, Ihre Fragen, Ihre Wünsche entscheiden, worüber wir am Montagabend sprechen. Jeden Montagabend, feste Stunde, Jourfix, 19 Uhr. Ansonsten morgen Punkt 10 wieder, wenn Sie möchten, dann mit Daytrading Live, der Vertretung. Costa ist im Urlaub, vielleicht kann er, vielleicht nicht. Letzte Woche hatten wir dann ein kleines Problem, aber ich hoffe, morgen um Punkt 10 klappt alles. Grüße aus Berlin, vergessen Sie nicht, Feiertage in den USA. Die genauen Zeiten finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de. Nicht nur Dow Jones, sondern auch einige Rohstoffe wie Gold sind darüber betroffen, also auf der Webseite gerne mal
nachlesen, wenn Sie möchten. Und nicht vergessen, am Mittwoch feiert Admiral Markets in Berlin Geburtstag, 5. Geburtstag. Am 1. Juni ist es genau 5 Jahre her. Da werden wir eine tolle Geburtstagsaktion auch wieder haben. Traditionell feiern wir ja den Geburtstag mit Ihnen und Sie bekommen die Geschenke. Also mal am Mittwoch auf die Webseite schauen oder im Webinar dabei sein. Es wird sich lohnen, wenn Sie der DAX interessiert. Beste Grüße, danke an Thomas. Tschüss, bye bye und hoffentlich bis heute 19 Uhr. Ja, danke und tschüss.